Hallo und herzlich willkommen hier in Hammer zum Hesk Talk. Wir sind jetzt heute endlich mal wieder draußen und sind hier beim MSC Hammer vor Ort zum ersten Ride Day der Hard Enduro Series Germany. Und wir haben heute mehrere interessante Gäste bei uns. Als erstes wieder, wie immer, Dennis Günther, welcher wie jedes Mal ein Update zur Corona-Krise gibt und uns heute auch die Sportity-App erklären will. Danach haben wir Jan Hofmann bei uns zu Gast, den Vereinsvorsitzenden des MSC Hammer, welcher auch erzählt, wie sie mit dem Corona umgegangen sind und wie die zukünftigen Pläne des Vereins aussehen. Und dann zum Schluss haben wir noch bei uns zu Gast den Tim Apolle als Gastfahrer. Ja, Dennis, herzlich willkommen. Hallo. Genau, unser erster Programmpunkt ist, wie sieht es aus mit dem aktuellen Stand der Hard Enduro Series und unser erster Ride Day, wie der angenommen wird. Genau, Dennis, wie sieht es aus momentan bei der Hard Enduro Series? Gibt es denn da Hoffnungen? Genau, also wir haben die Saison ja nun gewechselt auf diese Wintersaison, auf das zweite Modul quasi, was wir haben. Das ist quasi jetzt so, dass wir im September eigentlich, oder wollen eigentlich schon im September anfangen in Meldewitz. Dann geht es halt über den Winter drüber und die ausgefallenen Läufe, die jetzt im Frühjahr waren und vielleicht noch was dazu, das soll dann quasi hinten rangehangen werden, sodass wir in Grimmitschau dann das Finale haben, auf jeden Fall. Ja, also wir haben auch auf Facebook hatten wir ja und auf Instagram eine Umfrage gemacht gehabt, wie das aussieht, ob die Leute Interesse hatten mit der Wintersaison, genau. Und da haben wir auch viel Zuspruch bekommen. Genau. So, im Hintergrund seht ihr ja, wir sind hier beim Ride Day, ist ziemlich staubig auch. Wie bist du denn auf die Idee des Ride Day gekommen und wie wird da angenommen? Na, also die Idee, dass wir mit dem Ride Day kam daher, weil dass die Trainings wieder möglich waren auf die Strecken. Und wir wollten halt einfach was anbieten für die Fahrer. Meistens ist es ja so, wenn man halt einzeln auf die Strecken trainiert, dann trainiert man meist kein Hindernis oder hat keine Runde, die halt sinnvoll fürs Extrem-Enduro ist. So konnte das halt jetzt hier quasi abgespendet werden und kann halt genutzt werden. Die Resonanz dazu, die war auch richtig gut. Also nach 3 Tagen hatten wir eigentlich die Plätze voll, die wir eigentlich haben wollten. Die 30 sind jetzt sogar noch bei einigen mehr geworden, aber eigentlich schon zufrieden damit. Ja, man merkt es auch heute, also die Fahrer sind auf jeden Fall begeistert, dass sie endlich mal wieder raus dürfen, so gefühlt. Und ja, also Feedback ist bis jetzt eigentlich ganz positiv. Wie sieht es denn aus? Wird es eine weitere Ausgabe des Ride Day geben? Ja, also eigentlich, wir wollen das schon eigentlich nochmal machen, vielleicht in Schwebnitz. Die haben wir immer ein gutes Finale, wo auch die Strecke halt sie genügend Hindernisse haben, die auch immer fest auf der Strecke vorhanden sind. Mal sehen, im August oder so ist das vielleicht schon nochmal möglich. Werden wir halt relativ kurzfristig auch ankündigen, sodass auch dann dafür vielleicht wieder genannt werden kann. Ja, dann hoffen wir mal, dass das klappt. Um euch darauf schon mal ein bisschen einen Vorgeschmack zu geben, wie das eventuell ablaufen könnte, zeigen wir euch jetzt ein paar Highlights dazu. Nach wochenlangem Corona-Stillstand konnten wir endlich wieder eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Und zwar den Hesk Ride Day, welcher auch super angenommen wurde und welchen wir dank des MSC Hammer auch austragen konnten. Ja, wir freuen uns, dass wir hier in Hammer endlich den Ride Day mal veranstalten konnten. Jetzt konnten sich endlich wieder mal alle treffen. Die Fahrer sind auch alle begeistert von den Ride Day und wir hoffen, dass wir eventuell auch noch eine zweite Ausgabe machen können. Und wie sollte es anders sein? Natürlich Max ist Hard Enduro Series Germany typisch bei ruhigem heißen Wetter. Und da auch jeder aktuell etwas zu trainieren sucht, wurde der Ride Day auch super angenommen. Es waren viele Menschen da, die auch viel Spaß hatten und es war ein super Miteinander mit dem Verein, mit den Fahrern, mit den Profis, die dabei waren. Es waren alle bekannten Hindernisse, die in Hammer auch letztes Jahr zur Hard Enduro Series Germany vorhanden waren, in der Strecke mit eingebaut. Und die Hesk-Spitzenfahrer Tim Apolle, Mirko Fabian, Lukas Müller und Marcel Teurer standen den ganzen Trainingstag für Tipps bereit. Ja, den Abschluss bildete eine Timelapse, damit alle Fahrer ihren Trainingsfortschritt sehen konnten, was auch von den Profis genutzt wurde und natürlich auch
für die Leute, die wirklich was lernen wollten, eine gute Sache war, um zu sehen, ob sie an dem Tag was gelernt haben. Und jetzt hoffen wir einfach, dass in Kürze die Rennsaison losgehen kann. Jetzt haben wir bei uns zu Gast den Jan Hofmann. Herzlich willkommen beim Hesk Talk. Grüße. Jan Hofmann ist der Vereinsvorsitzende des MSC Hammer und bei welchem wir heute hier unseren Ride Day veranstalten dürfen. Wie sieht es denn aus? Ihr seid ja einer der wenigen Vereine, die dieses Jahr schon mal ein Rennen veranstalten durften. Lief mehr oder weniger nach Plan. Wie ist denn das Feedback daraufhin? Also das Feedback war trotz alledem natürlich sehr positiv. Also es waren auch alle froh, dass wir es probiert haben. Die Sinnhaftigkeit, die in dem Abbruch zu suchen war, ja, kann man halten, wie man will. Ne? Es gab klare Linien und die haben wir dann eingehalten. Wir haben von jeder Klasse einen Lauf durchgezogen und haben somit eine Wertung zustande gebracht. Ich glaube, es war wahrscheinlich fast deutschlandweit das letzte Enduro-Rennen dieses Jahr vielleicht, wenn wir richtig viel Pech haben. Oder es geht halt im Herbst wirklich wieder los. Wir sind froh, dass wir es probiert hatten. Und ja, wir hatten noch nie so ein gutes Wetter und dann kam Corona. Kann man leider nichts machen. Leider ist nicht. Wie es ist. Aber wie seid ihr denn mit dem ganzen Lockdown ringsherum umgegangen danach? Also wir haben dann auch von dato an den Lockdown voll mit durchgezogen. Wir sind komplett ins Nichts gegangen. Wir haben den Trainingsbetrieb beendet, haben auch, wie viele sicherlich schon mitgekriegt haben, die uns so ein bisschen verfolgen, wir haben für dieses Jahr alle Veranstaltungen gecancelt. Liegt einfach darin begründet, dass man auch nichts vorfinanzieren möchte, wo man am Ende nicht weiß, wann das eventuell wieder losgeht oder nicht losgeht und das Geld ist dann weg und so ein kleiner Verein, schwierig. Also wir sind jetzt wieder im Trainingsbetrieb eingestiegen. Ja. Und der läuft gut und das ist vielleicht das, was man dieses Jahr machen sollte, unserer Meinung nach. Ja, es ist auf jeden Fall ein Jahr, in dem man wahrscheinlich mehr trainieren sollte und kann als alles andere. Und um den Leuten, die zuschauen, auch mal Infos zu geben, wie sind denn eure Trainingszeiten? Also wir haben jetzt wieder regelmäßig, wenn wir nicht so eine wunderschöne Veranstaltung wie heute haben, also Veranstaltung ist es ja, aber es ist halt keine Rennveranstaltung. Dann haben wir regelmäßig von Freitag, Samstag von 10 bis 18 Uhr ohne Mittagspause offen. Ihr müsst euch auch nicht mehr groß voranmelden, wir machen das alles vor Ort. Das haben wir alles so hinorganisiert, das funktioniert auch wunderbar und ihr seid alle immer bei uns herzlich willkommen. Auf jeden Fall, also der Verein ist auch top. Es ist ein gutes Dankeschön. Zusammenarbeiten, es macht viel Spaß hier. Ja, schauen wir mal ein bisschen weiter zurück. Wie ist denn der Verein entstanden eigentlich? Also der Verein, ich würde sogar noch ein kleines Stückchen weiter zurückgreifen. Die Strecke ist entstanden in tiefsten DDR-Zeiten, Ende der 70er Jahre, haben zwei, drei Mann angefangen hier einfach zu trainieren auf dem Gelände. Das hat sich immer mehr eingebürgert. Anfang der 80er Jahre, 82, wurde dann das erste Motocross-Rennen ausgetragen. Das war dann noch unter dem Carly Sondershausen. Und im Jahr 92 ist dann dieser Verein hier entstanden. Damals noch unter dem Namen Südharzer MSC und hat sich mehr auf Enduro als Motocross konzentriert, war dann das Steckenpferd auch der Vereinsmitglieder ganz viele Jahre und wir sind jetzt eigentlich dabei seit 4-5 Jahren das Ganze wieder so ein bisschen zu beleben, nachdem es ein bisschen abgeflacht war und das ist uns auch ganz gut gelungen, also wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass es jetzt so gut läuft. Wir haben viel neu machen können durch die Einnahmen und alles und machen jetzt wieder Lizenzrennen im Motocross-Bereich und die Hard Enduro Series sehr gerne, haben so ein paar eigene Sachen noch, das Laufradrennen haben wir so ein bisschen ins Leben gerufen, wird mittlerweile auch in vielen Ecken und Kanten praktiziert, ist eine super Sache, du holst Oma, Opa auf die Strecke, die sonst hier nichts verloren haben. Und das ist einfach klasse. Ne? Die merken halt auch, pass auf, die Lungs, die machen nicht nur Motorsport, nein, die machen auch was Sinnvolles. Und da sollten vielleicht viele Vereine noch ein bisschen umdenken und auch mehr für die Allgemeinheit machen. Ne? Deswegen sind auch die Vereine sind gemeinnützig und das muss man sich auch irgendwo ein Stück weit auf die Fahne schreiben. Also ist auf jeden Fall auch was für Jung und Alt dabei. Und das ist das Schöne und man merkt es auch. Also sind auch viele jüngere Leute hier auf jeden Fall mit am Start immer und ja.
wir als Hard Enduro Series Germany, wir haben ja letztes Jahr schon ein Rennen bei euch veranstaltet, was ein ziemlich großes Highlight war im Kalender, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Wie sieht es denn aus? Kannst du dir eine Fortsetzung für 2021 vorstellen? Auf jeden Fall. Also mir macht die Zusammenarbeit mit dem Dennis und mit euch generell, also uns allen, Riesenspaß. Und was das Allergeilste überhaupt ist, wir können unser Gelände endlich mal richtig nutzen. Ja. Also wir haben keine langen Abfahrten, aber wir haben viele enge Sachen, haben steile Sachen, haben kurze Sachen. Und da ist die Hard Enduro Series ist einfach zugeschnitten auf dieses Gelände. Und das hat auch letztes Jahr einen riesen Spaß gemacht. Ich glaube auch den Fahrern hat es Spaß gemacht, mal nicht nur künstliche Hindernisse zu haben, sondern auch einfach mal, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, durch eine beschissene Anfahrt einen extrem schweren Hang vor sich zu haben. Es war mal was anderes und ich denke, wir sind alle glücklich da rausgegangen. Und deswegen gibt es auf jeden Fall eine Wiederholung. Sehr schön, das freut uns und wir sind auf jeden Fall nächstes Jahr wieder am Start. Noch ein kleiner Blick nach vorn zum Abschluss. Wie sieht denn euer Kalender für 2021 schon aus? Also Kalender für 2021, das ist eine Nummer. Jetzt ist es ja so, dass wir dieses Jahr kein Motocross-Rennen machen können, kein Hesk-Rennen machen können, kein Laufrad-Rennen machen konnten. Das X-Cross haben wir gemacht. Vielleicht wird der Kalender nächstes Jahr proppevoll. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, uns zu erholen. Wir haben es im letzten Jahr geschafft, im September, August, September, zwei Großveranstaltungen zu stemmen. Vielleicht schaffen wir das nächstes Jahr wieder. Und dann würden wir definitiv wieder mit dem Enduro-Cross, also dem X-Cross, dem Laufradrennen, der HESG und einem Motocross zu Buche schlagen. Also wir hoffen es und einige Lehrgänge zwischendurch sowieso immer. Das ergibt sich bei uns relativ kurzfristig oft und ist aber auch eine coole Sache, weil es ganz oft auch Jugendliche betrifft und Kinder. Und ja, dann wird wohl der nächstjährige Kalender ziemlich voll, vermute ich. Hoffen wir es mal. Auf jeden Fall würde auch dem Verein, denke ich, ganz gut tun. Ne? Auf jeden Fall. Danke, dass du hier warst bei uns. Und wir zeigen jetzt noch ein paar Bilder vom Weinberg Enduro 2019. Und wir sehen uns. Alles klar. Tschüssi. Yeah.
Jetzt haben wir den dritten Gast im Bunde bei uns. Hallo Tim, sei herzlich willkommen bei der HESC, beim HESC Talk. Hallo, ja. Ja, und wir fangen an wie sonst auch immer. Wie hast du denn die Zeit während Corona verbracht? Ja, Corona ist natürlich eine Einschränkung für uns alle. Ja. Alles schwer zu planen, aber für mich ist halt, ich studiere halt noch in Jena und habe dadurch viel geschafft, konnte halt viele Prüfungen schreiben, viele Hausarbeiten, bin da immer noch voll dabei. Von daher passt doch ganz gut für mich. Da kann ich da ein bisschen durchziehen und von daher kann ich die Zeit gut nutzen und fahre halt weniger Motorrad, aber ja, dafür komme ich halt da an der Uni sehr weit. Ja gut, ich denke, wir haben, glaube ich, das restliche Jahr, je nachdem, wie es mit den Rennen aussieht, noch viel Zeit zu trainieren. Wie sieht es da für dich aus? Wie sieht dein Trainingsplan aus? Ja, jetzt erstmal noch bis August so ein bisschen halt meine Hausarbeiten und Prüfungen durchbekommen. Ja. Das ist erstmal Plan Nummer 1. Danach würde ich ein bisschen mehr Fokus darauf legen, auf mein Training. Ja. Schon halt für die Super-Enduro-Vorbereitung alles angehen, dass ich dann halt, wenn es losgeht, im Dezember vorbereitet bin. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Danke, ja. Was waren denn deine größten Erfolge und größten Momente im Enduro-Sport? Ja, ich denke, letztes Jahr diese Super-Enduro-Weltmeisterschaft, als ich in der Juniorenklasse Vize-Weltmeister werden konnte, das war, glaube ich, so mein größter Erfolg bisher. Ja. Und zuvor die ganzen Jahre GCC in jeglichen Klassen habe ich da gewonnen. Ja. Und deutsche Enduro-Meisterschaft war ich Juniorenmeister, dann Vizemeister gleich in der E1. Immer was Neues ausprobiert. Am Erzberg war ich mal ohne Vorbereitung mal schnell hingefahren und ja, Top 30 gefahren, war ganz okay. Tennessee Knockout, dann letztes Jahr Amerika, ja, war natürlich sehr, sehr gut mit einem Top 5 Finish am letzten Lauf in dieser EMA-Meisterschaft. Von daher wurde es immer besser und ich will dranbleiben, dass ich ganz oben auf dem Podium stehe irgendwann. Ja, dann drücken wir dir die Daumen dafür, ne? Auf jeden Fall. Was denkst du denn, finden dieses Jahr noch Rennen statt und wo willst du gerne mitfahren noch? Ja, ich denke, es ist halt schwer planbar gerade, also ja, keiner kann es voraussagen, aber das Beste daraus machen halt, sich vorbereiten, dass wenn es dann losgeht, dass dann, dass wir alle vorbereitet sind und dann die Rennen starten können. Sehr schön. Wie sieht es denn für dich nächstes Jahr aus? Welchen Stellenwert hat da die HESC bei dir in der Planung? Ja, ich will ein bisschen mehr Extrem-Enduro fahren, auch diese West-Serie. Und da ist natürlich diese HSG-Serie die beste Vorbereitung. Es sind geile Veranstaltungen, die es hier macht. Wird immer anspruchsvoller, coole Strecken, immer was anderes dabei. So halt auch über die West-Serie, dass man halt mal schnellere Rennen hat, mal anspruchsvollere Rennen, Sand, Hartboden. Und von daher ist die Hard-Enduro-Serie Deutschland, ich glaube, die beste Serie, die es hier gibt. Sie wird gut vermarktet, wir haben jetzt hier einen Livestream. Denn es gibt sich richtig Mühe mit Sponsoren, ja, alles zu vermarkten. Und ich denke, die brauchen sich nicht zu verstecken. Also im Vergleich zu vielen anderen Meisterschaften, ich will jetzt keine nennen, glaube ich, sind wir sehr gut aufgestellt, machen hier sehr viel. Und von daher, glaube ich, ist es die beste Serie, die es gerade hier in Deutschland gibt. Und da habe ich natürlich dabei sein und da starten. Vielen Dank für das große Lob auf jeden Fall erstmal. Wir geben unser Bestes. Ja, du hast gerade Sponsoren angesprochen. Wen möchtest du denn alles Danke sagen? Ja, ich glaube, der Motorsport ist halt nicht möglich ohne viele Sponsoren. Ja. Und von daher, glaube ich, ist es immer sehr wichtig, das noch zu erwähnen. Und gerade jetzt mit Bauergruppe Sherco habe ich, glaube ich, den besten Partner, den ich mir vorstellen kann. Wir machen sehr viel, haben auch hier einen Stand heute auf diesem Ride Day, ja, wo man auch, wenn man möchte, ein Bike testen kann. Und deswegen kommt zu den Veranstaltungen und unsere Sherco stehen bereit zum Testen. Wenn ihr fahren wollt, fragt einfach und ja. Sehr schön. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir wünschen dir noch einen erfolgreichen Trainingstag. Und ich denke, wir sehen uns nächstes Jahr. Ja, ich denke, vielleicht hattet ihr dann nochmal Lust, solche Veranstaltungen zu machen, wie diesen Ride Day hier. Weil ich glaube, das ist perfekte Vorbereitung, ja, wenn ich sehe, was die Jungs hier zeigen, dass sie halt durch so ein paar Tipps so viel erreichen können. Ja. Ich glaube, ich bringt das sehr viel. Und wenn wir jetzt halt keine Rennen fahren können, glaube ich, so ein Ride Day sehr gut, um sich halt weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall. Danke dafür und wir sehen uns. Sehr gut, ja. Bis dann. Zum Abschluss haben wir jetzt nochmal den Dennis bei uns. Wie vor uns schon angekündigt, möchte der Dennis uns jetzt noch etwas über die App sagen und worum es da geht. Genau. Also ich übernehme ja vieles zum Abi, die Rennen sind mittlerweile bekannt. Wir haben halt genug Erfahrung. Ich selber eigentlich auch, da ich ja damit mal, na gut, sagen wir so fast 10 Jahre mein Geld verdient habe, ja, bevor ich überhaupt zu den Enduro gekommen bin.
zwar ungewöhnlich aus unserer Region um Chuba, aber gut, es war halt andersrum bei mir, aber ist egal. Ja, genau, ich habe das jetzt von dort übernommen quasi. Da gibt es jetzt diese App, die heißt SportID. Ich blende dazu auch nochmal was ein jetzt hier im Hintergrund, kommt es gleich. Und da kommt halt, in der App kann man dann halt sich, jeder kann die App runterladen. Dort werden wir halt alle Sachen hochladen, auch während Rennen, damit erspart man sich halt den Weg zu der Aushangdörfe, sag ich mal so. Und es ist halt jeder relativ schnell und wirklich schneller informiert, als wenn jeder erst zu der Dörfe gehen muss, dann hängt doch noch nichts aus. Das ist eigentlich immer schon ein bisschen nervig. Kenne ich auch selber sowas. So kommt, bekommt auch jeder halt eine kleine Mitteilung, dass es was Neues gibt, ja, auf dem Handy und sieht das halt gleich. So werden wir wahrscheinlich dann auch, wenn das alles so bleibt, die ganzen Vorschriften auch mit der Fahrerbesprechung vorgehen. Das Ganze wird dann halt als Video hochgeladen werden und ist dann halt in der App abrufbar. Vielleicht auch eine gute Sache, weil viele gehen ja nicht zu der Fahrerbesprechung. Ja. Den Weg spart man sich dann halt auch. Müssen wir sehen, wie das anläuft, aber ich denke, in die Richtung wird es schon gehen. Du sagtest ja, dass die App auch ein Teil des Hygienekonzepts ist. Gibt es dazu was Neues? Genau, also die App wird halt Schwerpunkt sein, um halt Menschenansammlung, sag ich mal so, zu vermeiden. So gibt es halt den Aushang nicht, es gibt keine Fahrerbesprechung. Somit erspart man sich eigentlich zwei Stellen schon mal, die quasi halt viele Leute auf dem Haufen haben. Das wird es dann halt nicht geben und das ist eigentlich, denke ich, schon ein wichtiger Punkt, um halt schon mal was zu beantragen. Das nächste Punkt ist, dass halt die Fahrer haben sie jetzt hier bei diesen Ride-Day schon bekommen. Die bekommen halt das Nennformular vorher per E-Mail. Dort ist auch ein QR-Code drauf, den scannen wir ein. Ja. Wissen wir halt, ob die Fahrer da sind oder nicht. Geht halt genauso schnell. Ja. Und dann ist noch das nächste Punkt vielleicht, eventuell, wenn dann mal wieder Zuschauer zugelassen sind, in einer bestimmten Anzahl halt nur, das ist zum Beispiel in Brandenburg jetzt schon so, dort wo auch Rietz ist, dort dürfen wieder 1000 Leute zu den Rennen kommen. Da würde ich eigentlich sagen, das ist eigentlich ausreichend bei einer Enduro-Veranstaltung. Ja. Zu viele Leute kommen meist sowieso nicht, wenn es mehr sind, ist es gut, aber in der jetzigen Situation ist es halt besser, wenn halt wir in den Raum bleiben, um halt das Rennen überhaupt durchzuführen. Die Zuschauer können sich dann quasi genauso vorneweg anmelden. Die bekommen halt per E-Mail dann auch eine Bestätigung quasi. Die drucken sie aus und dann am Eingang werden sie einfach gescannt. Diesen Service können wir auch quasi bei anderen Veranstaltungen eigentlich anbieten. Also alle anderen Vereine, die Interesse an Rennen haben und nicht wissen, wie sie es halt lesen sollen, die können sich ruhig bei uns auch mal melden. Ja, also ich denke, das ist eine gute Sache und es bringt auf jeden Fall den Motorsport wieder dazu, vielleicht auch mal wieder in die Rennsaison einzusteigen, genau. Hoffen wir es mal. Genau. Wie sieht es denn mit dem Kalender aus? Reisersberg ist ja nun abgesagt. Jetzt steht quasi die Wintersaison vor der Tür. Denkst du, es könnte noch weitere Probleme geben, ja, da es ja nur den Veranstaltungsverbot bis Ende Oktober gibt? Ja, das müssen wir halt mal sehen, wie das dann halt weitergeht. Das Veranstaltungsverbot bis Oktober zählt ja nur für Großveranstaltungen. Die Bundesländer bestimmen halt jetzt, in welche Richtung die Großveranstaltungen, wie groß die sein dürfen, wie ich gerade schon gesagt hatte, mit die 1000 Leute. Das ist halt, denke ich, schon so ein Schwellenwert. Baden-Württemberg hat 500. Das würde eigentlich auch machbar sein. Und halt mit Konzept. Allerdings hat die Enduro-Strecken haben halt so eine große Fläche. Das müsste halt auch mit rein in das Konzept und ist halt nicht nur ein kleines Stadion oder so, wo die Leute dann halt auf dem Haufen sitzen. Weil man sieht ja jetzt auch im Hintergrund, wie anders würde das jetzt beim Rennen eigentlich auch nicht aussehen, wie es beim Training ist. Also wir schauen mal, was es da so gibt halt. Auf jeden Fall habe ich ja schon mit Rietz halt Kontakt aufgenommen. Dort wollen wir dann nächste Woche halt noch ein bisschen was anschieben, dass halt schon mal was losgeht. Ja, also wir hoffen auf jeden Fall, dass es möglich ist, bald wieder ein Rennen zu veranstalten. Und wir hoffen, wir sehen euch nächstes Jahr. Und genau, bis dahin, wir hoffen, euch hat es gefallen und wir sehen uns. Ja.